Riley hat als Truckfahrer für Ölunternehmen gearbeitet. Aber er war noch nie in einer Goldmine. Ich komme aus den Blueberry River First Nations. Ein schöner Ort. Wenn ich nicht hier bin, findet man mich beim Rodeo-Reiten oder Chuckwagon-Rennen mit meinem Vater. Nach der Saison jage ich einen Elch. Ich habe meiner Freundin einen Elch versprochen. Also schulde ich ihr wohl einen. Wie gefällt dir dein erster Tag? Sehr. Mit dem großen Bagger kann Brandon Rold einen Truck mit nur 5 Löffeln füllen. Dein Bagger ist echt fett. Ja, keine schlechte Maschine. Mit einem erfahrenen Truckfahrer ist alles so viel einfacher. Es ist sein erster Tag und er zeigt direkt, was er auf dem Kasten hat. Das freut mich sehr. Es wäre toll, das Gold zu sehen. Ich bin schon richtig gespannt. Was? Immer diese Neulinge. Und das am ersten Arbeitstag. Wie unangenehm. Rick, wir brauchen dich hier. Riley ist ein Reifen geplatzt und uns fehlt ein Truck. Rick hat immer noch keinen Mechaniker. Also muss er das Problem selbst lösen. Ich habe noch nie so ein Rad gewechselt und habe auch noch nie dabei zugesehen. Wir müssen das Rad von einem anderen Truck nehmen und einfach improvisieren. Rick lässt das Heck des 34-Tonnen-Muldenkippers mit dem Radlader anheben. Scheiß Reifen. Schön, dass mir das ganze Team hilft. Und auch ein bisschen peinlich. Aber sowas passiert halt. Riley, tu mal was. Das Einsetzen wird nicht so leicht, weil wir die Löcher ausrichten müssen. Sie müssen den tonnenschweren Reifen in die richtige Position bekommen. 18 64 mm Bolzen müssen in 18 Löcher am Rad eingepasst werden. Ich sehe deine blöde Hand nicht. Alter. Jesus Christ. Halten. Sitzt. Es geht auch ohne Mechaniker weiter, aber nicht mehr lang. Riley, willkommen im Team. Gut gemacht. Wir sind wieder im Spiel. Das nervt. Am Paradise Hill baut Tony auf seinen jüngsten Sohn Mike. Er soll die Trommel rund um die Uhr am Laufen halten. Wenn man seiner Familie nicht trauen kann, besonders bei einer so guten wie meiner, wem denn dann? Vorsicht, Finger! Um den Fortschritt zu überprüfen, führt Mike in der Mitte der Woche einen Cleanout durch. Nur noch die Bretter festschlagen. Wir sind beim Cleanout. Die Trommel muss laufen. Wir schlagen die Keile fest. Tempo! Man muss immer genau das tun, was Tony sagt. Setz die Bretter ein, und zwar zackig. Wir wollen waschen. Wir schalten an. Ready or water.
Wasser aus! Die halbe Waschrinne ist im Graben. Scheiße. Ist aus. 2 Stunden nach dem Cleanout. Die Matten mit dem Goldstaub haben sich gelöst. Die Matten gehen den Bach runter. Buchstäblich? Dann fischt sie wieder raus. Schwimmt einfach hinterher. Ich hab eine. Ich laufe hinterher. Gebt mir eine Minute. Ganz schön matschig. Bist du Öl verschmiert? Nein. Gut. Mist. Die Keile für die Bretter wurden nicht fest genug eingeschlagen. Deshalb sind die Matten rausgespült worden. Die Matten und das Streckmetall werden von Brettern fixiert, die mit Keilen gesichert werden. Aber in einer der Waschrinnen waren die Keile nicht gut genug festgeschlagen. Durch den Wasserdruck haben sie sich gelöst und die Matten und das Streckmetall wurden hinausgespült. Ich hätte das noch mal prüfen müssen. Ich dachte, die wüssten Bescheid. Jetzt stehen wir alle blöd da. Rüber in die andere Rinne. Die Ausfallzeit kostet uns nur Geld. Bring das Ding schnellstmöglich wieder zum Laufen. Geduld, wir sind noch bei der Waschrinne. Er muss sich in alles einmischen und ständig den Chef spielen. Aber andererseits hat er ja auch schon 30 Jahre Erfahrung. Durch die Stunde Ausfallzeit und das, was aus den Matten gespült wurde, sind dem Team über $4.000 in Gold entgangen. Waschen wir weiter. Wassermarsch. Dad hat uns ein hohes Ziel gesetzt. Da kommt jede Ausfallzeit ungelegen. Man muss immer waschen.